Eine freundliche Nicken will meine liebe Freundin mir signalisieren. Das ist los, meine liebe Freunde. Wunderschönen Hallo, liebe. Herzlich willkommen zu einem neuen Tattoo-Update. Wir sind hier schon wieder bei Dan Quintana am Start. Guck mal, Dan heute mit Hausschuhchen am Start. Ja, komplett auf. Und guck mal, wen wir hier haben. Das ist Bibo. Bibo, guck mal. Ist ja was geplant, oder? Mhm. Bibo, unser Bibo. Bibo, unser Bibo. Ich bin schon wieder oberkörperfrei. Ich gehe jetzt auf den Folterstuhl und lass mir die andere Brusthälfte, ich weiß noch gar nicht, die Hose runterziehen. Okay. Wir werden heute die Seite anfangen. Ein bisschen ausbessern wahrscheinlich. Und wir nehmen uns natürlich mit. As usual, viel Spaß, liebe Freunde. Didn't you realize? How'd you like the new tone? Hard to adjust now, 'cause you ain't around. Yeah. Ihm ins Gesicht gespritzt. Aber volle Ladung. Was war das? Der bei der Erzählung bist du direkt abgespritzt hier, ne? Taxi gilt die vorne. Ja, Dan, du bist auf jeden Fall sehr gut bei den Zuschauern angekommen. Hast du das in den Kommentaren vielleicht gelesen? Traumann, ist er vergeben? Hat er eine Freundin? Wie kann man ihn kennenlernen? Bei Tinder. Bei Tinder? Auf gut Glück bei Tinder. Wie heißt du denn auf Tinder? Kleiner. Player 1, 2, 3. In unserem Baywatch-Film sollte Dan ja eigentlich auch mitspielen, aber leider konnte er nicht. Ja, Dan sollte eigentlich die Rolle von Dwayne Johnson übernehmen. Aber da Dan nun mal busier ist als Dwayne. Na, richtig lustig ist, dass der Friseur dann eingesprungen ist, der Angelo. Mein Friseur ist für mein Tätowierer reingekommen. Genau. Super lustig. Genau. So werden die Videos besetzt bei Chang Lö. Bei Chang Productions. Im nächsten Kurs haben wir noch meinen Zahnarzt. Hallo, während der Chingling gerade tätowiert wird, bin ich ein bisschen mit dem süßen Bibo unterwegs. Also nicht mit mir selbst. Wäre vielleicht ein bisschen weird, wenn ich von mir in der dritten Person sprechen würde. Aber mit dem Hund von Dan, der jetzt hier gerade schon nicht Krawall macht, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Fans hier, die ihn suchen. Es ist auf jeden Fall heute super schön warm. Wir haben über 28 Grad. Und was gibt es Schöneres, als bei diesen Temperaturen sich tätowieren zu lassen? Cheng hat sich da auf jeden Fall den perfekten Tag ausgesucht. Hui! Und ich muss mich drehen. Auf jeden Fall genießen wir beide, der Bibo und die Sabibo, das schöne Wetter draußen, während Cheng leidet. Aber wie heißt es so schön? Wer schön sein will, muss leiden. Also gucken wir mal, wie das Endergebnis aussehen wird. Und ich berichte, wenn ich gleich wieder zurück bin. Wie ist der Stand der Dinge? Alter, so Halsareal und ich bin noch nicht mal dran, das ist ja gerade mal Schlüsselbein, ist schon voll für den Arsch, ey. Boah, ich bin so müde, 3 Stunden geschlafen gefühlt. Das Schmerzempfinden ist dadurch nochmal um einiges stärker, aber krass. Aber natürlich haben wir hier in dem Auge noch nicht die Farben integriert, die noch quasi dieselbe Tiefe ergeben wie hier. Aber es passt sich schon langsam an. Wir haben jetzt 2 Hälften, die langsam zu einem fusionieren. Sehr schick. Hier unten wird noch ein bisschen dauern. Auch mit den Bauchmuskeln wird es noch ein bisschen dauern. Aber Alter, das sieht echt krass aus. Sherry, darf ich zu einem Tanz? Liebe Freunde, der heutige Tattoo-Vlog ist etwas anders gelaufen als geplant, denn ich, Spacko, habe einen leeren Akku mitgenommen. Ich lasse mich relativ bald wieder tätowieren. Steven Jerry, wann bist du eigentlich mal dran? Tschüss!
Jetzt möchte ich natürlich einmal das Endresultat des heutigen Tages zeigen. So, die Seite war ja fertig. Diese Seite wurde gestochen. Ihr seht wieder jede Menge neue Details dazu gekommen. Sehr haarig, furry. Hier ist noch ein bisschen frei, aber Dan hat gesagt, es war so sehr angeschwollen, dass wir heute auf jeden Fall für diesen Bereich eine Pause machen wollten. Ihr seht ja auch hier oben, Alter, das hat so doll wehgetan. Es sieht so ein bisschen aus, als hätte ich den übelsten Bluterguss. Aber so sieht es tatsächlich direkt nach dem Stechen aus. Direkt über meinem Schlüsselbein. Ich muss auch tatsächlich sagen, Freunde, also nur als kleiner Tipp am Rande, falls ihr euch tätowieren lassen wollt, esst anständig und seid ausgeschlafen. Trinkt auch keinen Alkohol die Nacht vorher. Nicht, dass ich gestern irgendwas getrunken habe, nein, aber ich habe 3 Stunden geschlafen. Ich bin so verratzt und verbratzt zu Dan gekommen, dass mir heute alles wehtat. Es hat so doll geschmerzt, also wirklich tatsächlich, ich hatte noch nie so krasse Schmerzen beim Tätowieren. Jetzt vor allen Dingen am Ende hier oben in dem Bereich, schon bevor die Nadel angesetzt hat, immer schon am Wegzucken gewesen. Deswegen war ich auch relativ froh, dass Dan dann irgendwann mal diesen Tipp ist, alle. Ja, aber sieht doch schon mal recht vernünftig aus. Wir sehen hier auf der Seite, das Auge ist natürlich fertig, das hier noch nicht. Das wird noch ausgefüllt beim nächsten Mal. Ich dachte, das wäre das Auge. Das hier? So ein kleines Schoko-Auge. Was sagst du als Künstler dazu? Ich sehe es zum ersten Mal live. Aber ich finde es auf jeden Fall mega geil. Ich finde es immer, das kann man leider nicht beeinflussen, aber ich finde es immer geiler, wenn die Tattoos so ganz frisch gestochen sind, dann haben die noch so, ja, wobei hier, das sieht auch richtig geil aus mit diesem 3D-Effekt bei dem älteren. Weißt du, das, diese Sachen, finde ich, die machen den Unterschied zu anderen Tattoos. Ja, was ich hier so schön finde, ist, der macht ja noch diese weißen Highlights rein und ja, dann genau. Bekommt das Tattoo richtig Tiefe. Ja, du siehst das auch hier. Ich geil, diese Outlines da. Genau, man sieht da auch nochmal an der Kante. Das ist hier jetzt noch nicht, die Spitzen werden wir das nächste Mal noch highlighten. Aber wie gesagt, diesmal konnte ich einfach nicht mehr. Der Mund kommt ja noch hier drunter. Hau mal hier noch ein Beispielfoto rein. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben das wahrscheinlich schon gesehen. So wird das dann im fertigen Zustand nachher von meinem Körper strahlen. Liebe Freunde, seid sure, dass ihr mal bei Dan auf Instagram vorbeischaut. Unten in der Beschreibung der erste Link. Alter, was macht er hier wieder für einen... Ich wollte das eben hier vervollständigen. Oh, voll gut. Vor allen Dingen so realistisch. Sieht ein bisschen aus wie John Kim. Bin 2 Stunden gerade zu Fuß nach Hause getorkelt. Noch Zuschauer, ey, Chang hier. Ich so, ah, Leute, ich brauche ein bisschen Ruhe. Und dann die ganze Zeit mitgelaufen mit Foto. Mal. Alles cool, ne? Ich war einfach nur komplett zerstört, liebe Freunde. Also, macht euch keine Sorgen. Jetzt erstmal schlafen. Ja, jetzt auch machen. Oh, yeah. Oh, yeah.